Und er hat noch keine Schwäche. Wir können ihn noch nicht abschwächen. Hier nehme ich mal Barret mit für den Fernkampf, weil das ein scheiß Drecksvogel ist. Ja, natürlich. Komm her, du Vogel. Ich glaube, ich sollte erstmal seine Erz fertig machen. Ah, das stimmt, ist jetzt Dingsbums. Yo. Gut gemacht. Los geht's. Ich bin bereit. Voll okay. Das ist analysieren wir den mal. Jawohl. Alter Schwede. Hält aber viel aus, das Vieh. Alter Schwede.
Au! Scheiß Drecksvogel. Alter Schwede. Alter, verdammt! Der scheiß Phönix. Es dreht sich. Lasst euch vom Wind tragen. Oh, los geht's. Alter Schwede, der Phönix macht's mir nicht leicht. Alter, dieser Schrei. Als wäre die gerade... Wer weiß, was die gerade abgekriegt hat. Alter, du scheiß Phönix. Dieser scheiß Phönix, ey. Jetzt auf das Vieh drauf. Komm schon. Jawohl! Ja, das sind die alle. Die Espern sind eigentlich relativ gleich. Also Ifrit hat mir ja auch tatsächlich... Nur halt nicht ganz so groß. Die Ares ist so wertvoll. Feuer frei!
Irgendwelche letzten Worte? Weg, Alter! Alter Schwede. Ja, natürlich, übertreib's doch. Sag mal, blockt der Phönix jeden Scheiß oder was? Oh, dieser verfickte Vogel, ey. Ich doch den Planeten retten. Oh, leck mich doch am roten Sack, ey. Nee, den müssen wir irgendwie mindestens eine Stufe schwächen. Ohne Schwächung ist der echt badass. Aber... Nur nicht entmutigen lassen. Halt dein Maul. Entschuldige meine Nachfrage... Aber ich habe schon lange nichts mehr von dir zu den Weltberichten gehört, Cloud. Du bist sicher nur beschäftigt. Ich kann mir nämlich nicht vorstellen, dass du sie einfach so vergessen würdest. Aber es würde mich freuen, wenn du etwas Zeit für sie findest. Oh, Chatley hat bloß sein Maul. Hallo! Unser Sortiment lässt keine Wünsche offen. Tauschen. Haben wir doch. Ah, nee, wir haben gar nichts im Besitz. Sich wohl noch mal aufrappeln kann.
So. Musst du das Reiten in dieser Region freigeschaltet haben? Oh, komm schon, wirklich. Also der Phönix ist uns noch ein bisschen über. Verlängertes Eingabefenster für präzise Abwehr. Gegenstandseffekte, Glück. Ich habe keine Ahnung, was Glück ist. Ist nix frei, okay. Na gut. Machen wir uns mal heile, heile, wische, wisch. So, ich würde tatsächlich gerne noch ein paar Weltaufgaben machen. Das ist ja die Frage. Ich weiß nicht, Open World hält sich hier in Grenzen. Ihr seid neu hier, oder? Kommt ihr etwa von den Sümpfen? Genau, wir haben uns Chocobos von Bills Farm ausgeliehen. Ah, Himmel, Arsch und Zwirn. Ich habe ihm schon so oft gesagt, seine dummen Schilder abzunehmen. Auch auf Chocobos sind die Sümpfe zu gefährlich. Ich heiße übrigens Gabe. Das hier ist meine Farm. Und ihr braucht gar nicht erst fragen. Meine Chocobos verleihe ich nicht. Das Transportgeschäft wird von Shinra stark reguliert. Bisher habe ich mich trotzdem irgendwie über Wasser halten können. Aber mein Wagen hat vor kurzem den Geist aufgegeben. Und weil ich mir die Teile für die Reparatur nicht leisten kann, ist mein Geschäft so gut wie tot. Das Ganze deprimiert sogar meine armen Chocobos. Sollen wir ihnen bei der Reparatur helfen? Das ist nett, aber ohne Ersatzteile? Es reicht also, wenn wir die besorgen können? Tja schon, aber guckt euch doch mal an, wie der Wagen aussieht. Das kriegen wir schon hin, alter Mann. Und ich habe leider nichts, womit ich euch bezahlen könnte. Interessieren dich meine Chocobos? Ich habe mehrmals versucht, sie in die Wildnis zu entlassen, aber sie kommen immer wieder zurück. Das habe ich jetzt davon. Da eröffnet man ein Geschäft und dann ist der eigene Kopf der Erste, der rollt, wenn es bergab geht. Aber sagen Sie doch sowas nicht. Es ist nicht Ihre Schuld. Du kannst ein Vieh auch schlachten und fressen. Cloud, die Chocobos brauchen uns. Wir müssen ihnen helfen. Bitte. Ach, Aerith, komm. Juhu! Gut, wenn ihr drauf besteht. Ich warne euch gleich. Die Ersatzteile, die wir brauchen, sind in dieser Gegend schwer zu finden. Wir werden sie schon irgendwie finden. Wo können wir sie finden? Bei einem Händler, der in einer Hütte auf dem Berggipfel lebt. Zu Fuß kommt man da nicht hin. Nur eine bestimmte Chocobo-Dame schafft den Aufstieg. Belle heißt sie. Das letzte Mal habe ich sie dort drüben gesehen. Wird aber nicht leicht, sie zu fangen. Gehen wir es an. Oh wei. Fangversuch. Berg-Chocobo in der Junon-Region. Na super. Schon ein bisschen schade, dass er uns nicht bezahlen kann. Nicht will. Dem Kerl geht's besser, als er den Anschein erwecken will. Der hat's faustdick hinter den Ohren. Meinst du etwa, er wollte uns hinters Licht führen? Damit wir die Arbeit für ihn erledigen? Vermutlich. Egal. Ich mach's trotzdem. Für die Chocobos. Oh, die Aerith ist süß. Otter. Hier riecht es nach Chocobo.
hinterfrage ich jetzt mal nicht. Der fährt jetzt wahrscheinlich zurück. Aber ganz schön schnell. Aber warum da hinten? Oh, komm schon. Hallo, ich hab doch wiederholen gedrückt. Finde ich gut, dass das funktioniert. Warte mal, ich will mir das Terrain mal ansehen. Hier hinten soll auch noch irgendwo ein Chocobo sein. Muss er hochlaufen? Nein. OMG, fährt der langsam. Aber vielleicht kann ich den in Bewegung setzen. Da werfe ich halt den Stern auf dich, du Ficker. Hä? Muss ich nach da hinten laufen? Hier so rüber? Och, meine Fresse.
Das verstehe ich jetzt nicht. Wozu kann ich denn die Drecksteine nehmen, wenn jeder verfickte Chocobo sich Scheißdreck um den Shit kehrt? Oh komm schon, das ist doch jetzt einfach nur noch Gameplay-Stricken. Und hier hinten müssen wir die Seite wechseln. Das hast du gut gemacht, Cloud. Oh, das mit den Chocobos ist, ich weiß nicht. Bergchocobo. Bergchocobos können in ihren starken Beinen äußerst steile Hänge erklimmen und hinaufsteigen. An Steilwänden auf den Zeichnungen von Bergchocobos zu sehen sind, erscheint das Symbol, welches anzeigt, dass das Tier einen Höhenunterschied überwinden kann. Versuche dich also ruhig mal. Also ein Allround-Transportmittel. Sollten wir auch einführen. Einfach so Chocobos züchten. Wo ist diese scheiß Hütte? Ich habe auch besseres vorstellen, als dieses Spiel zu spielen und Hähnchenschenkel anzugucken, aber ich krieg da irgendwie so Hunger. Ist das normal? So, hier irgendwo müssen wir doch irgendwas erklimmen. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier lang muss. Aber ich nehme einfach mal den offiziellen Weg.
Chicken Wings, ich hab jetzt Bock auf Chicken Wings. Wer wagt es? Keine Chance. Der Feind ist geschwächt. Keine Chance. Okay, die Aeris mag mich, die Tifa bin ich scheißegal. Verdammt. Ich wollte eigentlich einen Dreier mit denen machen. Aber das kann ich wohl vergessen. Schatzverstecke. Setz dich gleich mal dran. Mokri-Medaille. Noch eine Mokri-Medaille. Nicht schlecht. Aber wo muss ich denn jetzt lang? Es kann doch nicht sein, oder? Bin ich so weit abgekommen? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Auf jeden Fall würde ich so einen Chocobo mit Möglichkeiten, einen Berg zu überwinden. Ich mag jetzt nicht so unbedingt die Viecher. Also ich hasse sie nicht, aber ich mag sie jetzt auch nicht. Aber trotz alledem wären sie mir wahrscheinlich lieber als die ganzen Autos. Ich bin dafür. Wir machen jetzt gemeinsam ein Forschungslabor auf und züchten Chocobos. Und reiten dann auf denen. Die Hütte wird irgendwo da oben sein. Bin ich so einen krassen Weg gelaufen oder was? Ich habe aber nicht gesehen, doch da hinten kommt man hoch. Da bin ich voll dran vorbeigelaufen. Herrlich.
Ich habe keine Ahnung, wohin du mich führst. In Junon gibt es einen Schrein für die Espa Phönix. Bei Feuer denken die meisten Leute an Ifrit. Doch auch Phönix ist keinesfalls zu unterschätzen. Während Ifrits Inferno den Gegner bei lebendigem Leibe röstet, bringen die Flammen dieses Feuervogels Leben hervor. Sicher fühlen sie sich sehr angenehm an. Tja, nicht jede mächtige Esper muss gleich Tod und Verderben sein. Hey, Phönix. Kann ja auch Feuer des Lebens sein. Oh, ja, Entschuldigung. Wunderbar. Oh, ich hätte so gern die Phönixbeschwörer. Espa. Jawohl. Zumindest haben wir Titan. So, die Tiefe hat Shiva, finde ich gut. Ich würde der Eris vielleicht den Phönix geben. Später. Weil ich glaube, heilende Flammen wären eher was für die Kleine. Ich habe keine Ahnung, wo uns der Vogel führen will. Ja, okay. Nehme ich gerne mit. Die Quellen sehen aber auch schön aus. Justin ist am Lachen, herrlich. Aber warum? Ich meinte das tatsächlich. Oh. Alter, was?
Es hat so angehört, als hätte Cloud erstmal in die Quelle gekotzt. Ich nehme lieber mal den Vogel mit. Für den Fall, dass wir Hunger kriegen. Woher weißt du, wie sich sowas anfühlt? Ja, weiß ich nicht. Das hat der Chatley doch gesagt. Muss ich bestimmt wohlfühlend anfühlen. Ich so, ja, kann ich mir vorstellen. Wisst ihr, was ich vergessen habe? Ich musste mir eigentlich schon mal das Ghost of Tsushima DLC holen. Ich glaube, das könnte auch nochmal richtig schick sein. Aber die Musik ist schön. Ihr Wagenbauer. Was wollt ihr? Wir möchten den Karren von Gabe reparieren. Ah, auf der Suche nach Ersatzteilen, was? Kommt morgen oder übermorgen wieder. Ihr seht doch, dass ich gerade viel zu müde für sowas bin. Justin jeden Montag. Eine Ohrfeige kriegen wir ihn wach. Können Sie mich denn nicht hören? Welch liebliche Stimme. Kommt einem Schlafzauber gleich. Komm, Barrett. Na schön, wenn euch so viel dran liegt. Aber dann müsst ihr mir alle Teile von der Liste bringen. Und jetzt? Was für eine Frage. Stöbere mit der Karte des... Oh, Bullshit, wirklich. Und dem Geruchssinn der Chocobos die Ersatzteile auf und über... Die überall in Joron vergraben... Oh, wirklich. Ich find's immer schade, dass neue, gute Spiele immer so... Ach... Wenn man sich so strecken müssen mit so riesigen... Jetzt auch noch so eine Scheiße. Schön, dass... Von wo sind wir denn gestartet? Hier irgendwo. Darf ich auch einen Markierer setzen?
Ah, haben wir schon gefunden, okay. Hier muss doch irgendwas sein. Nicht, dass das hier ist. Hinter dem Grün, bei so einem Bergzweig. Hier vielleicht? So, das sieht doch ganz gut aus. Und der Rest bei irgendeinem großen Kran. Und zwar nordöstlich. Da irgendwo. Ja, komm schon, wirklich. Ja, das geht tatsächlich. Verlassene Baustelle. Ich weiß nicht, die Map fühlt sich bei Final Fantasy einfach nicht gut an. Könnt ihr tatsächlich sagen und von mir halten, was ihr wollt. Das ist die Chocobo Farm und dann kommt ein bei irgendeinem Rohr. Frage ist hier eher, was ist denn los, du kleiner Piepmatzen? Eines Tages mach ich aus die Chicken Nuggets. Wo kam das denn jetzt her? Eieiei.
da waren wir auch. Das bedeutet, es müsste eigentlich nicht weit sein. Etwas weiter bei so einem riesigen Kran. Nördlich vom Funkturm. Kannst sagen und tun, was du willst, aber ich habe das Gefühl, oh, ist doch wieder so ein ekelhaftes Hin- und Hergesuche hier. Meine Fresse. So, kann ich wenigstens jetzt schnell zu diesem Wagenbauer hinreisen? Ja, Gott sei Dank. So, müssen wir mal ganz kurz auf Toilette.